Wem von euch da draußen geht es genauso wie mir? Er geht unheimlich ungerne Kleidung shoppen. Ich glaube, Männer kennen das Thema eher denn als Frauen. Bei mir ist es nämlich jedenfalls so, zum einen, es muss erstmal passen mit meiner Statur. Zum anderen, wenn ich es da mal gefunden habe, dann finde ich es eigentlich auch ziemlich gut und dann habe ich auch keine Lust, in die Innenstadt zu gehen, überfüllt mit den ganzen Menschen, 100 Mal anprobieren in den Kabinen und so weiter. Hat man das dann also mal gefunden, ist man froh und am liebsten würde man es in mehrfacher Ausführung sich in den Schrank legen und sagen, hey, pass auf, für die nächsten Jahre bin ich damit gesettelt, mehr brauche ich nicht. So ist es im Grunde nur eher bei Männern zuvor zu finden. Frauen sind da ein bisschen anders. Frauen sind da auch so ein bisschen eher wie das Thema Automobildesign. Stetig sich neu erfinden, immer noch ein bisschen schöner, ein bisschen hier mehr Make-up nachziehen. Und manchmal gibt es aber auch Ausnahmen. Und zum Beispiel Subaru ist so eine Ausnahme. Die sind mit dem Subaru Forester im Großen und Ganzen so zufrieden gewesen, dass sie gesagt haben, hey, wir haben zwar jetzt eine Modellpflege anstehen, aber was sollen wir da groß verändern? Ich glaube, optisch machen wir nicht viel. Technisch sind wir eigentlich auch zufrieden mit dem Auto. Da gibt es nur eine Kleinigkeit, die können wir verbessern. Und dann fertig ist das Modelljahr 2022 des Subaru Forester. Und genau das möchte ich mir mit und für euch heute genauer anschauen. Was sind denn die kleinen, aber feinen Modifikationen am Subaru Forester? Wenn euch das Ganze jetzt interessiert, würde ich mich freuen, wenn ihr dranbleibt hier, den Kanal Ubi Testet abonniert, falls nicht schon getan, dem Ganzen ein Like gebt und mir vor allem eure Meinung unten in der Kommentarbox zu hinterlassen, entweder zum Subaru Forester oder zu eurem Einkaufs- und Kleidungsstil. Und damit wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit mir, dem Ubi und dem Subaru Forester. Wie schon eingangs erwähnt, technisch hat Subaru quasi keine Veränderungen vorgenommen. Die optischen Retuschen beschränken sich hier lediglich auf die Front. Wir haben einen neuen Frontstoßfänger aufgrund neuer Scheinwerferform. Weiterhin hier LED-Scheinwerfer verbaut mit einer sehr guten Lichtausbeute. Wir haben die Seitenlinie weiterhin sehr SUV-typisch, hohe Gürtellinie, große Fensterflächen und eine sehr solide Dachreling. Am Heck dann ebenfalls ein gerader Heckabschluss, fast schon eher Kombi-mäßig mit einer senkrecht abfallenden Heckklappe. Große Rücklichter, die sich auch nicht in ihrem Design verändert haben. Und hinter der elektrisch öffnenden Heckklappe verbirgt sich weiterhin ein riesiges Laderaumabteil. Wir haben hier mindestens 509 Liter Stauraumvolumen zur Verfügung und maximal 1751 Liter. Das ist sehr, sehr erstaunlich, sehr gut beladbar, aber eine sehr hohe Ladekante, die wir hier haben. Die ist aber gut geschützt mit so einem Plastikstoßschutz quasi. Da steht auch schön Subaru drauf. Die Rücksitzlehnen lassen sich federvorgespannt im Verhältnis 1/3 zu 2/3 umlegen. Auch in der zweiten Reihe weiterhin sehr viel Platzverhältnisse, genügend Kniefreiheit, genügend Kopffreiheit, sehr gute Möglichkeit, die Kinder unterzubringen. Die Kindersitze lassen sich durch große Türausschnitte sehr gut hier installieren auf den ISOFIX-Punkten an den Außenbahnen. Wenn die Kinder groß sind, dann gibt es sogar Sitzheizung an den Außenbahnen. Also auch hier ist wirklich guter Komfort. Einziger Nachteil ist meiner Meinung nach, dass wir hier keine Sonnenschutzrollos an den Heckscheiben haben. In der ersten Reihe sitzt es sich dann äußerst bequem auf schönen Bicolor-Nappa-Ledersitzen, die wir hier in der Platinum-Version haben. Seitenhalt ist nicht ihre Stärke, aber bequemes Langstreckenreisen, genauso wie man es hier auch gerne im Subaru macht. Das Interieur wurde auch nicht angetastet. Wir haben hier auch weiterhin noch das
Subaru Starlink-System als Mediabildschirm in der Mittelkonsole sauber integriert. Darüber noch ein kleiner Bildschirm für einen erweiterten Bordcomputer. Wir haben weiterhin auch analoge Rundinstrumente für Geschwindigkeit und Drehzahl sowie das kleine Bordcomputer-Display. Alles gesteuert im Prinzip über das sehr übersichtliche Multifunktionslenkrad, wo wir auf der linken Seite die Möglichkeit haben, Audio und Bordcomputer einzustellen und auf der rechten Seite die Möglichkeit, dann den Tempomaten einzustellen bzw. die Abstandsregelung oder eben über den SI-Taster hier die zwei Fahrmodi zwischen Sport und Normal können wir hier ein wenig die Charakteristik des Antriebs verändern. Wir haben eine Zwei-Zonen-Klimaautomatik, eine Lenkradheizung, Sitzheizung, also auch hier sind die Komfort-Features alle vorhanden. Was hat sich aber verändert? Und das ist das EyeSight genannte Assistenz-Sicherheitssystem. Die zwei Stereokameras hier an der Windschutzscheibe sind vorne etwas weiter nach oben gerutscht. Die sind jetzt feiner integriert, hängen nicht einfach so ein bisschen unten heraus wie so kleine Satelliten, sondern haben jetzt eine höhere Position an der Windschutzscheibe, können damit natürlich auch die Gegebenheiten vor dem Fahrzeug deutlich besser abscannen. Das heißt also, die Spurhaltung ist zuverlässiger. Wir haben auch eine Ausweichunterstützung im Notfall. Wir haben auch die autonome Bremsfunktion damit umgesetzt. All das funktioniert jetzt auch etwas zuverlässiger und etwas feinfühliger, als es noch vor dem Facelift der Fall war. Beim Fahren gibt es keinen Unterschied. Weiterhin ein sehr komfortables Fahrwerk mit wenig dynamischen Ansprüchen, einer leichtgängigen Lenkung, die genügend Rückmeldung von der Straße bietet. Jetzt aber hier keinen Aufreger oder ein besonderes Highlight zu setzen weiß. Beim Antrieb hat sich ebenfalls im Subaru Forester Facelift nichts verändert. Wir haben weiterhin einen 2 Liter Vierzylinder Boxermotor unter der Haube, einen Sauger in unserem Fall, der lediglich hier an ein Mildhybrid-System gekoppelt ist. Das heißt, wir haben eine E-Maschine, die den Motor im unteren Drehzahlbereich oder gelegentlich auch ein bisschen boostet. Das merkt man auch. Dadurch wird das Drehmoment fülliger und der Wagen auch etwas kraftvoller, wenn auch mit 150 PS und einem maximalen Drehmoment von lediglich 194 Newtonmeter hier einfach keine Dynamik zu erwarten. Er ist in unserem großen Stile, vor allem 11,8 Sekunden von 0 auf 100 und maximal 188 Stundenkilometer sind jetzt keine Spitzenwerte, reichen aber im Alltag auch völlig aus. Das System weist eher mit sehr niedrigen Verbräuchen zu überzeugen, wenn man den Wagen entsprechend ruhig und entspannt fährt und vor allem sich auch ein bisschen auf das Mildhybrid-Sitzsystem einstellt. Man weiß also, wann der Antrieb vielleicht mal elektrisch fahren möchte, denn es gibt immer wieder auch Möglichkeiten, wo der Antrieb voll elektrisch den Wagen fortbewegt. Das funktioniert wirklich nur mit sehr sensiblem Gasfuß, aber wenn man das mal eine Zeit lang das Fahrzeug nutzt, dann kommt man damit super zurecht und kann eben auch tolle Verbrauchswerte von knapp über 6 Litern problemlos ermöglichen, wenn man den Wagen jetzt nicht äußerst beansprucht. Beim Getriebe bleibt es weiterhin bei dem stufenlosen Automatikgetriebe, was natürlich durch die Akustik, gerade wenn man ihn stärker erfordert, durch das hohe Drehzahlniveau, was dauerhaft gehalten wird, etwas lautstärker bemerkbar macht den Antrieb und dadurch auch vielleicht so ein bisschen das Akustische und das Souveräne hier im Fahrzeug eher etwas unterbricht. Da wünscht man sich dann durchaus eher den etwas größeren Antrieb des großen Bruder Outback mit seinem 2,5 Liter Boxermotor hier in den Forester. Der Subaru Forester ist, wie das eingangs erwähnte Kleidungsstück, das man einmal gekauft hat, sich wohlfühlt damit und es auch sofort wieder kaufen würde. Mit dem Facelift hat er quasi eigentlich nur so ein bisschen eine andere Bemalung auf dem T-Shirt bekommen. Ansonsten passt das echt gut in meinen Augen. Das heißt also, die technische Basis hat man nicht angerührt, außer eben die Assistenzsysteme. Die sind jetzt etwas feiner und erweiterter eben in ihren Umfängen. Meiner Meinung nach, ich persönlich hätte es nicht gebraucht. Ich weiß, es gibt viele da draußen, die auf Assistenzsysteme sehr hohen Wert legen. Für die wird auch das Facelift-Modell dann natürlich die erste Wahl sein. Wer jemand sagt, er findet noch ein Vor-Facelift-Modell besonders günstig, you're highly welcome.
zugreifen. Meiner Meinung nach, ihr macht da definitiv nichts kaputt. Technisch, wie gesagt, ist das Fahrzeug jetzt vielleicht nicht auf dem höchsten, neuesten Stand, sorgt aber auch dafür, dass alles übersichtlich bleibt, für Familien durchaus überschaubar. Das Fahrzeug lässt sich unheimlich bequem von A nach B bewegen. Die Familie hat genügend Platz, sowohl im Kofferraum als auch im Innenraum. Das Fahrzeug ist robust, kann auch mal abseits befestigter Wege gut eingesetzt werden. Der Allrad arbeitet sehr zuverlässig. Man hat natürlich auch eine durchaus gute Anhängelast von über 1,8 Tonnen. Das heißt, das Fahrzeug macht schon seine Sache so als Familienmitglied richtig gut in meinen Augen. Auch die Preise sind ordentlich. 44.640 Euro kostet der Wagen, so wie er jetzt hier steht, als Platinum mit Vollausstattung. Der Vorgänger oder das Vor-Facelift-Modell hatte einen Listenpreis von 44.180 Euro. Das heißt, wir sehen auch hier, der Aufpreis ist marginal zum Facelift mit der verbesserten Assistenz. Also in meinen Augen völlig okay, da gibt es nichts. Wer das Einstiegsmodell haben möchte, da ändert sich gar nichts. 34.990 Euro ist der Grundpreis für die Trend genannte Ausstattungslinie. Meiner Meinung nach auch besonders das Highlight ist das Mild-Hybrid-System, weil es schon fast an den Vollhybrid herankommt, weil wir eben durchaus mal ein paar Strecken, so ein paar Meter elektrisch zurücklegen können. Das Fahrzeug schaltet auch oftmals wirklich schön den Motor ab und sorgt auch dafür, dass der Kraftstoffverbrauch im Alltag angenehm nach unten geht. 6,8 Liter hatten wir eben damals attestiert. Das können wir jetzt hier genauso wieder mit einem Haken hinter bestätigen. 6,8 Liter hat er auch wieder im Alltag hier bei uns verbraucht. Wer noch sparsamer und ruhiger unterwegs ist, schafft weniger als 6,8 Liter. Wer mehr auf der Autobahn unterwegs ist, der wird ungefähr bei 8 Litern herauskommen. Wer jetzt sagt, naja, aber ich brauche kein so klobiges Fahrzeug, für den empfehle ich natürlich einmal das Video zum Subaru Outback. Der bietet noch ein bisschen mehr Platz, ist leichter, ein bisschen optisch vielleicht bekömmlicher für den einen oder anderen, weil es einfach schlicht und ergreifend eher ein Kombi ist. Und er hat den 2,5 Liter Boxermotor, der deutlich kräftiger ist, hat aber leider kein Mild-Hybrid-System und verbraucht somit auch etwas mehr Kraftstoff. Also, jetzt dürft ihr mir aber sehr gerne unten in die Kommentarbox eure Meinung schreiben. Subaru Forester Facelift, wie gefällt es euch? Oder seid ihr eher Subaru Outback-Fahrer? Dann schreibt mir das auch gerne mal unten in die Kommentare. Und ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben hinterlasst, gerne ein Kanal-Abo und dann freue ich mich, wenn wir uns demnächst wieder hier auf dem Kanal bei UBI Tested sehen. Vielen Dank fürs Reinklicken, schönen Tag euch noch, tschüss und Servus, euer UBI.